Hey Leute, willkommen zurück zu Styx, Master of Shadows. Wir suchen noch immer Quarboros. Oh, da ist doch ein Messerchen, sehr schön. Ja, und deswegen müssen wir die Schmuggler suchen. Schmuggler, komme ich da wieder? Ah, da komme ich wieder rauf, okay. Oi, Bodwin. You're the one who feeds Quarboros. I'll trade you a month of fatigue duty against 1 week of guarding the old man. You're joking. I've never eaten so well since I've been looking after him. Don't be a rat. 1 month of fatigue duty against 1 week, and we share his ration between us. Go die, you piece of shit. Well, well. I better discreetly follow this Bodwin. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass er mich nicht sehen darf. Ist aber netter, Bodwin. Go die, you piece of shit. Oh, oh. So, Bodwin, du hast sowas Schönes am Gürtel, was ich gerne hätte. Dankeschön. Goldharz. Oh, hier ist doch alles voll mit Wachen, oder? Ja. Wunderbar. Wo läufst du denn hin, Bodwin? Du blöder Arsch. Da läuft doch jetzt bestimmt hier die Treppen rauf. Da, wo ich herkam. Bodwin. Wenn ich den jetzt einfach so abmurksen müsste, ne? Das wäre so schön einfach jetzt. Aber ich habe ja schon mal gesagt, das Abmurksen ist hier ein bisschen viel zu einfach in dem Spiel. Man kann sich das so einfach machen, indem man einfach alles tötet. Muss man nicht mal mit Säure verstecken. Man wirft sie einfach irgendwie in einen dieser tausend Abgründe. Wunderbar. Oh, warte mal, der dreht sich gleich rum, ne? Ja, lauf mal nicht so weit weg, Kumpel. Warte. Du gehst da rauf, so, so. Dreh dich rum jetzt. Los. Danke. Okay. Ja, ich bin höflich. Bodwin, da hinten war ich auch schon mal. Wisst ihr noch, als ich irgendwann da vorne hin musste? Oh. Ist da etwa der Geheimgang zu Quarboros? Bodwin? So, so, so. Hier wird er also gefangen gehalten, der Gute. So, this is where they're holding Quarboros. I got to get him out. Alive. Oh, Quarboros. I brought you your pitcher of water. Yes, yes. That's it. As you want. Frag mich aber, warum der eingesperrt wird. Du kannst wieder gehen. Dankeschön. Du wirst ja nicht mehr gebraucht. Komme ich hier dann jemals wieder runter? Wieder rauf, meine ich doch. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Quarboros, da vorne ist er ja. Oh. Ich weiß nicht, ob er mich sehen darf. Ist das okay? Oh, Stuhl. Vielleicht ist er auch blind, so wie Oscar, und erkennt mich gar nicht als Goblin. Oder vielleicht weiß er ja auch ganz genau, was hier abgeht. Ich glaube, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, Leute. Nämlich erstmal den Goldharz hier einzusacken. Und dann mit ihm zu quatschen oder ihn mal anzupieken. Was ist das denn hier? Leuchtepilze. Ich glaube, das ist so eine Hauptnahrungsquelle, hä? Ach, doch, reden. Na gut. Hello, my friend. Hello. It's Master Aaron who sent you? I'm afraid that the experiment is not quite satisfactory.
Amber is definitely an unpredictable substance. I've come to free you, so keep it down, Grandpa. What's your name? Stephen? Felix? Oh, was it Manfred? I'm sorry, Manfred. But as I was saying this morning, this alchemy equipment is totally unsuitable for distilling amber. I need to design a completely different system. Shh, not so loud. You already saw me this morning? Well, I suppose. You suppose? Did you see me or not? But Manfred, you know full well that my brain is unhinged. I can't remember what I did a few hours ago. I know a face like yours shouldn't be easily forgotten, but believe me, there isn't anything personal in it. I forget everyone without distinction, even the ugly ones. Oh, great. What could make Styx give a damn about somebody who's lost his fucking memory? Oh, no. I haven't lost my memory. The distant past is still intact. I can't tell you what I ate this morning, but I can recite the mathematical formula of the curve and ideal wingspan of an Arcanash airship. You mean you built the airships? Of course. I invented everything here. I drew up the plans of the atrium. I designed this tower to the tiniest detail. This is my masterpiece. Oh, now I understand. Listen, don't move. I'll check that the coast is clear, and then we can go someplace safe. Or at least, safe-ish. Really? This was planned? Forgive me, but my brain is unhinged, believe it or not. Yes, of course. Those were the orders. Wait for me. Oh, Quabros ist lustig, Leute. Oh, was? Oh nein. Du bist doch ein Arsch. Was? Jetzt auch noch fallen? Oh nein, was, Quabros, wo rennst du hin? Aber auf die Idee hätte ich mal kommen müssen, ihn Momfred zu nennen. M-O-M-P-F-R-R-D. Momfred! Ist besser als Rakash. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Was für Steck? Schmuggler. Was? Was soll ich denn machen? Ernsthaft? Ich soll jetzt hier Quabros durchschleifen? Das könnt ihr nicht von mir verlangen, Leute. Wie soll ich denn durchs Tor bekommen? Das Tor ist zu. Vielleicht mit meinem... Ja, das ist wieder ein Klontor. Oh, fantastisch. Oh, Mann. Super, Leute. Und jetzt? Oh. Ja, klasse. Das kostet mich jetzt jedes Mal Ember. Der Spaß. Speicher mal. Geht ja gar nicht an jetzt. Okay, das klappte ja. Dinger aus, wunderbar. Alter Schwede, und der wetzt hier jetzt durch? Sag mal, geht's hier noch gut? Ich muss Quabros um jeden Preis beschützen und zu deinem Versteck bringen. Erkunde die Umgebung und sorge dafür, dass die Luft für ihn rein ist. Geh danach zu ihm und bitte ihn, mit dir zu kommen. Alter Schwede. Also ich muss Quabros jetzt davor schaffen, oder was? Da, wo die nächste Markierung ist für ihn. Kann ich das auch mit Schleichen machen oder muss ich jetzt alle töten? Ich probier's einfach mal. Alter, verrückter Mann. Ja gut, verrückt ist er ja nicht. Er ist wahrscheinlich ein brillantes Genie. Muss man differenzieren, sowas. Wahnsinn und Genie liegen nah beieinander. Also das wird jetzt eine extrem eklige Timing-Sache, weil der andere da vorne, der sieht ihn, wenn ich den jetzt da durchschleuse. Wenn er sich gerade in die Richtung dreht... Ja, genau. Okay. Alter Schwede. Und da... Oh Gott, ich muss ihn bis darüber schaffen. Und da unten sind die Schmuggler.
Was bringt mir das, wenn ich bei den Schmugglern nochmal vorbeischaue? Quabros, lauf, 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 lauf. Ich hoffe mal, er ist auch leise. Ich weiß ja nicht, wie er sich da durchbewegt. Leute, ich muss töten. Boah. Zap, zap. Nee, es ging jetzt echt nicht anders. Der hätte ihn entdeckt und ich wollte das nicht zwangsweise nochmal laden müssen. Nur für den Notfall. Zack, zack. Keiner gemerkt. Soll ich noch mal kurz bei den Schmugglern vorbeischauen? Bringt mir das was? Ist das wieder ein optionales Ziel oder ist das einfach nur, um mal kurz sich wieder was anzuhören? Ja, aber ich glaube, ich soll es trotzdem machen, oder? Zu den Schmugglern gehen. Kann ich ihn auch erst hier rausschaffen? Das wäre voll gut. Wenn ich Quabros erstmal ein bisschen aus der Schusslinie bringe und dann selber weitergehe. Oh, sind hier wieder Käfer? Oh Mann. Wenn ich die schon höre, ne? Flaffel, flaffel, flaffel. Wie die so ganz schnell vorbei huschen. Das ist so ekelhaft. Gut, den kann ich schlecht töten. Ich glaube, hier ist er einigermaßen sicher, oder? Sieht ihn hier jemand? Ich weiß es nicht. Geh mal lieber. Oh nein, das war schlecht. Come on. Let's go. I'm taking you to my place. Ja, okay, dann habe ich die Schmuggler jetzt halt ausgelassen. Ich dachte, es geht, dass ich ihn da reinschleuse und dann selber noch ein bisschen hier rumwurschtle. Naja, macht ja nichts. Right. Quabros is here. I managed to find him. Good. Good. Now I must question him. Get information. How to reach the heart of the tree. There has to be a way. Come on, Rakash. Make him talk. Come on. What? Was it me who said that? What am I talking about? I don't give a shit about the heart of the tree. Possibly a fart, but not a shit. All I want is to find Styx and see his head on a platter. That's gonna be my birthday present to myself. My rite of passage. I may have been born yesterday, but I'm all grown up today. From now on, I declare I will obey no one, and I'm gonna write it in Styx's blood. Well, happy birthday, Rakash. Huh? Happy birthday, Styx. Here, it's your present. I forged it myself. It is magnificent. Thank you. 30 winters. Yes, it's 30 winters since your mother brought you into the world. You're an adult. From today, you no longer have to obey me. You can decide your own life. Are you sure you want to leave? I am sure, Father. I must make this journey. Finish my initiation. Become a true shaman. But why so far? I want to see the world tree with my own eyes. Study the amber that flows from it. I felt such a powerful force. Come back one day, son. I promise. What? I remember. My father gave me a dagger the day... Wait. That's impossible.
This memory is not mine. I don't have a past. No past! Styx. He's fucking up my thoughts. It's not my family. It's not my father. It's not my memory. Styx, you bastard. Answer me. Did you do this to me? How ungrateful. I allow you to share my most precious memories and you insult me. Listen, Rakash. You're gonna bring me Querberus. Your little rebellion has already cost me precious time. You've manipulated me for the last time. I'm not manipulating you. I'm asking you. Bring me Querberus. And why would I do that? Because I have everything you desire. A past. A name. I don't want your memories. I want you to get out of my head. That can happen. If you help me to reach the heart of the tree, you get your freedom back. Bring me Querberus. Bring him to my laboratory. Your laboratory? And how long have you been holed up in this tower? And where is your laboratory? You know all that. Now hurry, I'm waiting for you. What? But no, I... The laboratory. But yes, I remember where it is. I think I know how to get there. Damn, I've never been there. How can I remember that? Okay. Was hat das mit diesem Ork auf sich, der ein Schamaner werden wollte? Ich meine, ihr habt ja was geschrieben zu Orks and Men, dass es da was mit einem Hexenmeister auf sich hatte. Der quasi vielleicht den Ork verflucht hat und ihn zu einem Goblin gemacht hat. Zu so einer mickrigen Existenz verdammt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß echt nicht, was hier vor sich geht. Vielleicht muss man ja die Vorgeschichte so ein bisschen kennen, zumindest von Of Orks and Men, obwohl ihr sagtet, das muss man eigentlich gar nicht. Schade, weil ich finde es sehr interessant. Also das Spiel an sich war wohl nicht besonders gut und deswegen hat es auch keine Fortsetzung bekommen. Es sollte ja einen zweiten Teil geben. Habe ich fälschlicherweise nämlich ganz am Anfang gesagt, dass es ja auf Orks and Men 1 und 2 gibt. Nee, gibt nur einen Teil. Hä? Warum kann ich da nicht rein? Hallo? Leute, ich schnall's gerade nicht. Warum kann ich da nicht rein? Muss ich einfach nur hier lang gehen? Nö, ich muss da oben rein, aber das geht nicht. Ist das jetzt wieder so ein Bug, oder? Weil ich mich vielleicht nicht geduckt habe, aber normalerweise duckt er sich automatisch, wenn ich in so eine kleine Spalte reinkriechen soll. Ich verstehe das nicht. Ja, da ist auch wieder das Zeichen. Ach ja, jetzt duckt er sich automatisch. So Styx. Wow, sieht's hier aus. Wie cool. Sind hier Gegner? Es wäre mal schön zur Abwechslung, wenn da keine Gegner kämen. Vergesst das. Doomed. Better avoid any contact with them. Was? Die Verdammten? Einfach mal irgendwelche Schädel, die da rumfliegen und die Klone platzen lassen? Das ist ja traumhaft, Leute. Ich werde mich erstmal hier kurz hinsetzen. Bisschen über die Situation, über die Gesamtsituation nachdenken und den Part beenden. Ich würde mich selber Feedback freuen. Lasst mir doch gerne ein paar Likes da, schreibt mir Kommentare. Vielleicht könnt ihr mich ja ein bisschen erleuchten, was die Vorgeschichte angeht hierzu. Wie gesagt, ich habe auf Orks and Men nicht gespielt. Mich hat das hier lediglich gereizt, weil es halt ein Schleichspiel ist. Aber, naja, vielleicht sollte ich das irgendwann ja nochmal nachholen. Vielleicht nicht unbedingt als Let's Play, weil es soll wirklich nicht so gut sein. Naja, gut, Leute, wir sehen uns wieder zu Styx, Master of Shadows.